Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 9 mit der wunderschönen Chocobo-Musik. Ach, ich liebe diese Musik. Das ist meine Lieblingsmusik neben der Kampfgewinnmusik. Diese Bam, Bam, Bam. Ging das? Oh, ich hab schon vergessen. Es tut mir leid, ich bin leicht überdreht. Ich habe sehr wenig geschlafen. Ich glaube, ich habe so manchmal bin ich schlafen gegangen um 2:30 Uhr morgens und aufgewacht bin ich um 5. Danke, Körper. Danke. So, bevor ich jetzt erzähle, warum ich so lange wach war und was der Kuckuck was, haben wir im letzten Part uns einen Chocobo-Freund geholt und und waren auch hier in dem Morast. Und waren weiter hinten im Chocobo-Wald. Und haben uns den Chocobo geholt, der auch, zum Suchen braucht es Hinweise. Mit dem man irgendwie suchen kann. So Sachen, aber irgendwie. Ich habe das nicht gefunden und das verstehe ich nicht. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Jetzt wird wahrscheinlich irgendwie meckern. Aber das ist doch gar nicht so schwer! Ja, ich bin aber für sowas viel zu blöd. Ich brauche auf der Karte einen Punkt, damit ich das finde. Ich bin leider ein wenig verwöhnt von. Was ist das? Von Final Fantasy 15. Und von 13. Weil es dir ja immer angezeigt hat, du musst in diese Richtung laufen, damit das alles funktioniert. Und ja, das ist mein Problem. Oh Gottes Willen. Ja, mag sein, dass das eventuell leicht ist, aber ich stehe gerade echt auf der Leitung. Ich habe alles abgesucht und ich bin so blöd dazu, deswegen lasse ich das einfach. Und wir gehen jetzt zum Gisa-irgendwas Höhle. Ich habe oft genug ein bisschen mit Quina. Ein bisschen gelevelt. Seine Attacken gelernt. Wo muss ich denn lang? Da ist die Brücke. Also ich habe mit ihm ein bisschen gelevelt. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe ihm seine Fähigkeiten beigebracht. So. Kann es sein, dass es eventuell da lang geht? Nee. Gut, dann nicht. Dann weiß ich nicht, wo lang ich gehen muss. Ich kann auch nicht wirklich denken, wenn ich müde bin. Dementsprechend. Egal. Wir steigen jetzt von unserem lieben Freund ab. Wie steige ich nochmal ab? Mit B, oder? Genau. So, dann sage ich mal mein Team. Also, ich habe jetzt auf Stufe 14 gelevelt. Ungefähr Vivi und Queen ist in Level 13 geblieben. Es ist einfach unfassbar lange dauert, die zu leveln. Es ist halt auch richtig nervig. Erstens gehen nicht so viele Erfahrungspunkte. Das andere ist, dass Vivi in diesen Kämpfen nichts machen kann. Meistens macht sie Dan und Freya was, ne? Die Two-Hitten halt, sag ich mal schon mittlerweile. Und Quinna ist so eine Sache. Der macht einmal 22 Schaden, dann macht er, verfehlt er, dann macht er mal so 200 Schaden. Ja. Ich meine, wir haben jetzt ein viertes Mitglied, aber ja. Gib mir Kimari. Mochte ich mehr. Gut, dann gehen wir in die Gisa-Malakus-Grotte. Gisa-Malakus-Grotte mit einer sehr interessanten Musik. Und mit toten Menschen. Warten. Was ist jetzt hier vorgefallen? Was ist passiert? Bist du verletzt? Ich bin es, Freya. Sieht schlimm aus.
Wer sind diese? Wer um alles in der Welt sind diese Schwarzmagier? Leute wie ich. Mit dir hat das nichts zu tun. Vivi, es waren deine Leute? Unmöglich. Aber am meisten sorge ich mich um das Wohl des Königs. Müssen uns sputen. Lilly, was hast du nur an so einem gefährlichen Ort verloren? Los, folgen wir ihr. Das war sicher Steiner. Da liegt doch noch einer, hallo. Hey, bist du in Ordnung? Du bist keiner von diesen schwarzen Magiern, richtig? Richtig, wir sind auf deiner Seite. Meine Zeit ist gekommen. Nimm diese Glocke und eile zum Königreich. Die Schwarzmagier raubten uns auch unsere kostbaren Glocken. Was wollen die mit Glocken? Nehmt euch in Acht vor ihnen. Beeilt euch zum Palast und beschützt seine Majestät. Hey! Alles klar, überlass es uns. Diese Maluke Glocke erhalten. Die steht. Oh Mann, oh! Und wieso ist der Tür ein Gegner? Och Mann, oh! Ich mag keine Gegner. Mach mal quer. Brenne ich jetzt ernsthaft? Ich brenne tatsächlich. Dann du mal den ersten bitte friss. Wenn dir jetzt nicht schmeckt, ne? Na, ist das etwas. Okay, ich nehme mal an, dass das Brennen jetzt weg ist. Potion. Yay. Die gefundene Glocke läuten. Hallo! Beide Glocken läuten im Einklang. Nee, nicht wirklich, aber egal. Die eigene Glocke zerfällt zu Staub. Hä? Und wie komme ich jetzt dann weiter? Huch. Töten! 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 Och nee. Nicht die Deppen. Wer ist das, frage ich? Noch nie gesehen, sag ich. Klar, habt ihr mich gesehen. Doch, er ist uns schon mal irgendwo begegnet, sag ich. Oh Gott. Wirklich, frag ich? Ich kenne ihn nicht, sag ich. Auf jeden Fall sollten wir ihn auslöschen, sag ich. Das sollten wir, sag ich. Fuck you. Sonnen, oder irgendwie wie die heißen. Ich habe immer gesagt, jetzt. So, das ist die Question. Nur mein Gameplay. Das finde ich jetzt nicht so geil. Freier spring mal, du klar mal. Du setzt mal Blitz ein. Du setzt mal Nasshauch ein. Oh, ich habe mir Phoenix wieder geklaut. Den Typen geben wir jetzt. Und wir, ich krieg von denen keine Erfahrungspunkte. 75 Damage. Jetzt kommt der. Magier Typ A, wird noch Typ B und sowas geben. Wow. 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 Bam. Und dead. Und dead.
Aua! Kritisch, ich glaube, es hakt. Die der macht immer 36 Schaden, man macht 22. Je nach Lust und Laune. Und in your face. Wow. Freya ist stark. Verdammt stark. Ich möchte Freya. Oh, die kriegen ja gar keine Erfahrungspunkte. Sie dann hat irgendwas gelernt. Freya. Ja, Freya levelt mir dezent davon. Hilfe! Er ist ein ganz brutaler, sag ich. Nichts wie weg, sag ich. Ja, weil ich ja so brutal bin. Ich glaube, die brutalste hieß Freya. Hallo. Töten! Töten! Wenigstens mag ich die Kampfmusik. Kurz mal angreifen. Jetzt macht. Die können alle mehr Angriffe als ich, Alter. Aua. Ich hab gar keinen Damage gemacht. Autsch. Ja. Und tot. Alter, wie die auf Vivi losgehen. Ich habe ein Zelt geklaut. Yay! Mal abwehren. Und tschüss. Oh Mann, dann klauen mal noch was. Auf wen machst du jetzt Feuer? Au. Sie dann klau voll bitte was. Ich verstehe nicht, wie er Schaden macht. Das ergibt für mich keinen Sinn. Damit kann ich nicht arbeiten, wenn ich nicht weiß, was er hundertprozentig an Damage machen könnte, rein theoretisch. Okay, wenn ich jetzt nochmal einen töten töte, kann ich jetzt töten, weil sie immer töten sagen, dann hat Vivian Level Up. Okay, ich muss die also anscheinend. Wollte ich jetzt nicht. Ach nee. Ich hasse Hinterhalte, weil dann stehen die mal falsch herum. Fuck you. Danke fürs Heilen. Don't kill him. Habe ich nicht mit Vivi auf Abwehr gedrückt? Ich gebe dir auch gleich, muss schwächer werden. Ist nett, dass du mich heilst. Und versuche ihn zu fressen. Nein, du sollst ihn fressen, du Depp! Aua. Nein, nein, das wollte ich nicht, 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 das wollte ich nicht. Nein, sieh dann! Du Pisser! Ja, okay, bin ich so ungenießbar. Dann bin ich so etwas. Ach man, manchmal könnte ich sie dann einfach mal. Ich habe irgendwas gelernt. Ich habe keinen Pass mehr für Potions. So, ich kann da rauf. Ich will mal da lang gehen. Bei der Glockenläuten im Einklang. Die kleine Glocke zerfällt. Nimm diese Glocke. Für unser Königreich. Okay. Okay. Aber ich bin so müde. Es tut mir so richtig leid, also. Ich hätte auf Clown drücken sollen. Rotationsklinge. What the fuck? Die. Kill him, Zidane. Ich mag sie dann seine Waffe. Vor allem, weil er eigentlich nur mit Dolchen kämpft. Jetzt hat er so ein
beidseitiges Schwert, sage ich mal. Ich weiß, ich kann keine Potions mehr im Inventar tragen. Das wird sich jetzt gleich ändern. Denn ich werde Feuer ein bisschen heilen. Ich bin schon richtig paranoid mit Heilen und sowas, also das ist echt schlimm. Einfach aus dem Grund, meine Locken leiten im Einklang, die eigene Glocke zerfällt zu Staub. Weil ich privat momentan Final Fantasy 15 spiele und es einfach fertig gemacht hat, da war irgendein Rufzeichen. Mithrinfäustlinge halten, so was denn? Man, du hast die Arme reif, du hast auch einen Arm reif. Dann lernt das da. Dankeschön. Hä, wo renn ich denn lang? Bei was? Filzhut. Nichts, lernst du? Ja! Vivi lernt endlich mal wieder was! Meine Fresse! War das der Filzhut des Verderbens, oder was? Nein, ich wollte nicht, ich wollte fliehen. Verführen? Ja, verfüg Quina, danke. Bye. Was macht sie? Mir ist gesagt worden, in diesem Dungeon gibt es ein Monster, gegen das man nicht kämpfen sollte. Ich glaube, es war dieses Monster. Von meinem Gefühl her. Jetzt richtig? Oh weh! Oh weh! Mein Geliebter! Oh weh, mein Geliebter! Oh weh, mein Geliebter! Hey, du Mogri, was ist denn passiert? Mein geliebter Ehegatte ist in dieser großen Glocke! Und er kommt da nicht mehr raus, Gubo! Der Ärmste, wir sollten ihm Hilfe leisten. Wir wurden hier gerade frisch getraut, Gubo! Wieso plötzlich von zwielichten Gestalten überfallen worden sind? Wie konnte das nur passieren, Kubo? Meine Stimme. Aber diese Riesenglocke bekommen wir nicht so einfach vom Fleck. Allerdings. Oh, wie? Schnupper, 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 schnupper. Rieche ich vielleicht etwas streng? Hast du etwa diese eine seltene und teure Kuponus bei dir? Ja, ich habe sie im Limplum bekommen. Würdest du sie mir vielleicht geben? Von mir aus? Oh, vielen, vielen herzlichen Dank, Kubo! Moguta, 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 hier ist eine Leibspeise, eine Kuponus! What the fuck? Oh, mein geliebter Ehemann! Ich liebe Kuponüsse, Kubo! Moguta, aber wo willst du denn hin? Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank! Moguta! Frisch verheiratet und schon läuft er ihr davon. Oh, was ist da? Aber da ist eine Truhe. Schön. Nicht aufzukriegen. Okay. Gut. Dann gehen wir mal die Tür. Hallo. Hallo! Hallo! Die Glocke zerfällt.